Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video, ja, zu einer Folge von Let's Play Factorio, könnte man schon was sagen. Denn es handelt sich dabei immer auch um eine neue Folge Factorio. Ja, ich denke, man hört es vielleicht schon mal ein bisschen Unterschied, wenn man sich mal so meinen letzten Factorio-Video zum Beispiel anguckt oder welche anderen Videos auf meinem Kanal. Es hört sich schon so ein bisschen anders an und das liegt daran, dass ich jetzt eben ein neues Mikrofon habe. Ja. Kann man immer noch ein bisschen was dran drehen, noch ein bisschen was verbessern, denke ich mal. Aber ja, ich denke mal so erstmal sollte das von der Qualität her ganz gut gehen. Und jetzt will ich erstmal noch ganz kurz einen Schluck trinken. So. Was ich vielleicht vor der Aufnahme noch machen sollen. Gut. Ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes, wenn man jetzt auf jeden Fall so ein Großmembranmikrofon vor sich stehen hat. Und nicht mal so ein Headset-Mikrofon. Jetzt muss ich auch nochmal ganz kurz überlegen, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin, weil das ist auch schon 2 oder 3 Tage her, dass ich aufgenommen habe, das letzte Mal. Ich glaube sogar 3. Bin mir da gar nicht ganz sicher. Aber ich war wahrscheinlich auf jeden Fall hier irgendwo dabei. Wir haben auf jeden Fall das hier gemacht. Wir waren an diesen Drohnenhangaren dran. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall weitermachen. Da hatten wir hier schon die gebaut, dann hier oben dann diese automatische Produktion. Jetzt erinnere ich mich langsam wieder dran. Und das ist einfach ziemlich langsam. Okay, ich denke mal, das können wir nochmal hier bis zum Ende durch erforschen. Aber wir wurden hier gerade angegriffen. Cool. Naja. Immer noch einer. Hat sich nicht verändert. Okay, hier kommt, glaube ich, mal genug Eisen an. Da oben wurde das ja nicht abgenommen. Was hier fehlt, hätte ich mir schon was denken können, sind natürlich die Stahlträger. Das ist natürlich hier so der Daily Struggle gerade. Weil wir davon einfach viel zu wenige haben oder viel zu viele brauchen. Je nachdem. Also gucken wir mal, was die so alles am Demanden sind, beziehungsweise was die hier brauchen oder nicht brauchen. Und ich glaube, die brauchen einfach nur ein bisschen eine erhöhte Produktionskapazität. Und das sollte natürlich auch schon gewesen sein, so mehr oder weniger. Nehme ich jetzt jedenfalls mal so weit an. Die Frage ist, ich will es jetzt am klügsten regeln, weil man muss natürlich ganz klar gestehen, oder ich muss ganz klar gestehen, dass das hier einfach nicht so gut gelöst ist. Also, oder, naja, man könnte hier auf jeden Fall mal ein Upgrade draus machen. Die Frage ist nur, wie wir das am besten machen. Auf jeden Fall weg von Kohle, das ist schon mal die erste Sache, die natürlich hier ansteht, weil mit Kohle ist natürlich so ein bisschen aus dem Jahr 2000 so. Wir haben allerdings noch nicht so viel Platz jetzt leider. Ich könnte die jetzt einfach so lassen, aber das ist natürlich auch nicht so die feine englische Art. Oder ich mache jetzt hier erstmal mir ganz einfach. Reißen wir das hier ab, ich glaube. Wofür ist dieser Greifarm da? Naja. Ich stelle mal keine Fragen. Ist sowieso immer eine ganz schwierige Sache mit Fragen stellen und sowas. Weil dann antwortet da vielleicht noch jemand drauf, dann hat man vielleicht Aufgaben, die daraus resultieren. Okay, ich gönne mir jedenfalls mal hier ein bisschen Eisen weg und upgrade mal dieses Fließband da, weil das ist irgendwie so ein bisschen nicht geupgradet. Was an dieser Position so keinen Sinn ergibt. Du brauchst von diesem Rohr oben 2 Abstand, damit wir da alles schön durchkriegen. Sondern müssen hier 1, 2, 3 Abstände dazwischen. Was natürlich so überhaupt nicht aufgeht, weil dann unten das Ganze nicht mehr passt. Och nö. Dann mache ich es gleich ganz anders. Und zwar mache ich jetzt einfach mal 1, 2 Abstände nach oben wieder. So. Was ist das hier für eine Verwurstung? Naja. Wie gesagt, ich stelle keine Fragen, weil das bringt ja nur in Gefahr. Schon, das war das, wo wir hier 2 Wasserleitungen gelegt hatten, weil das ja eng geworden ist dort oben, weil da nicht mehr genügend Wasser ankam. Ich erinnere mich. Ja, erinnern ist tatsächlich keine schlechte Sache. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall meine Greifer finden. Da sind sie. Sind natürlich nicht so viele, aber wir haben natürlich auch noch Module. Ich habe jetzt auch neue Kopfhörer übrigens und ein Mikrofon dazu. Und die ist nicht nur so vom Passen her viel, viel besser. Also, sind jetzt richtig over-ear, sind so schön weich und alles.
Und da kriegt man keine Schmerzen, wenn man es ein bisschen länger trägt, glaube ich. Ich habe es noch nicht so lange getragen, aber ja, die sind auf jeden Fall extremst angenehm so auf den Ohren. Und nicht nur das, sondern natürlich auch der Sound davon ist ein bisschen besser, gerade was so ein bisschen Bass angeht. Da waren die alten ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das war ja so ein Headset für 30 Euro, was ich jetzt immer verwendet hatte, wo auch die Soundqualität herkam. Ja gut, Qualität in Anführungszeichen, ne? Aber ja, so vom Sound her waren die eigentlich gar nicht mal so schlecht, was so die Kopfhörer anging, deswegen, joa, ne? Aber die sind immer natürlich noch ein bisschen besser. Und das ist gerade bei diesem Sound hier, wenn diese Forschung fertig ist, da ist mir jetzt richtig aufgefallen, wie das direkt viel, viel bassiger ist. Also ich meine natürlich, wie viel bassiger, bassiger, keine Ahnung, ob sich das jetzt besser angehört hat. Ich habe ich gerade meinen Popschutz reingeatmet und ihn, glaube ich, etwas angefeuchtet. Naja. Wird gespeichert. Gut. Besser als wenn es nicht gespeichert werden würde, ne? Fällt gerade irgendwie auf, dass irgendwie diese. Nee, ist doch nicht. Ich dachte gerade, dass irgendwie dieser Delay hier unten in meinem Aufnahme. Ding ein bisschen größer ist, aber nee, doch nicht. Jetzt sollte hier eigentlich schon mal mehr rauskommen, aber irgendwie sieht noch nicht nach so viel aus. Das heißt, wir brauchen doch noch ein paar Module. Wir haben hier 5 Stück, A2 Module, heißt, wir brauchen 10 Geschwindigkeitsmodule 3, würde ich einfach mal so veranlassen. Das sollte ja eigentlich auch reichen. Ne? Muss ich noch schnell genug wieder zurücklegen. Oh, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Gut. Dann habe ich mal schon mal die Module dabei. Ich könnte theoretisch auch noch mit Modulstationen arbeiten, dann würde das Ganze noch mal schneller gehen. Das wäre vielleicht gar keine so verkehrte Idee. So, schon mal hier 100% durch die Module. Das ist natürlich schon mal gar nicht schlecht. Also schon mal doppelt so schnell. Gut, dann noch mal Modulstationen. Okay, jetzt testet es natürlich mal komplett aus. Ich nehme erstmal noch ein paar grüne Chips hier vom Fließband. Davon haben wir mal langsam genug, hoffentlich. So, dann mache ich doch mal hier den mal ebenfalls 5 Stück. Ich frage mich, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. 3, 4, 5, jetzt natürlich auch. Naja. Und da sieht man auch schon gleich, bei der D-Tüte beladen mit Zeug. Natürlich mit Stahlträgern, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist, wenn man zu wenig sowieso hat, aber ich will mich mal nicht beschweren, weil das muss jetzt natürlich auch erst wieder aufgeladen werden. Aber ich habe es ja auch bestellt, ne? Also bin ich ja wohl der Letzte, der sich darüber beschweren darf. Okay. Die Dinger sind leider relativ groß, aber man sieht auch schon den Radius davon. Ich muss mal hier unten mal so ein bisschen aufräumen, damit das alles dann gleich mal passt. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber könnte schlechter sein, ne? Könnte immer schlechter sein. Okay. Module, 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 da Modul. Dinger. Sind sogar genauso groß, also passt das auch schon mal. Nur da hinten passt es dann nicht mehr hin. Und die senden dann quasi noch Module aus. Da passt auch nochmal mal zwei rein. Das heißt, dann kann ich es dann versuchen, dann da auch nochmal überall diese krassen Geschwindigkeitsmodule reinzuhauen. Ja, okay. So, dann checken wir doch mal ab. Fehlt ja noch eins. So, come on. Come on, come on, come on. So, und da ist es auch schon. Passt leider noch nicht mehr her. Da muss das wohl hier hin. So, dann brauchen wir natürlich nochmal 10 solcher Geschwindigkeitsmodule. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem für jemanden wie mich sein, hier mal 10 Geschwindigkeitsmodule raus zu organisieren. Not bad, sage ich dazu nur. Hat der fast perfekt gepasst. Natürlich zwei mehr wären natürlich bei weitem nicht verkehrt, weil dann ich das nicht wieder schön auf einen Stapel zusammenführen können. Aber ich will mich jetzt natürlich mal nicht beschweren hier. Bin ich jetzt schon mal gespannt, ob die gleich noch mal etwas schneller werden.
Ja, plus 250% sage ich dazu nur. Manche plus 200. Aber das sollte ja eigentlich schon mal ganz fit gehen quasi. Natürlich die Frage, ob es jetzt auch richtig gelohnt hatte, weil, na gut, jetzt hier waren welche abgezweigt für die blauen. Da fehlt es an Batterien. Alles klar. Und dann noch hier oben. Weiterhin hierfür natürlich. Können wir da welche vertragen? Haben wir überhaupt welche dabei? Vielleicht nicht überhaupt keine dabei. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal gewesen, aber jetzt haben wir welche dabei. Und hier werden natürlich auch wieder welche verbraucht. Oh, das wird natürlich auch bald mal voll. Okay, ich hoffe mal, jetzt kommen hier oben mal ein paar mehr an. Das können wir gleich mal dann abchecken. Aber erstmal gucke ich mal unten bei den Batterien vorbei. Aber ich denke mal, das ist schon mal fertig. Gut. Ich glaube, es liegt nicht an der Zahl oder an der Produktionskapazität, sondern ich glaube, es liegt eher. Da können wir auch noch einiges machen. Es liegt, glaube ich, eher daran, dass halt jetzt so viele blaue Flaschen hergestellt werden. Aber das sehen wir gleich. Ja, die produzieren alle ganz normal. Man könnte das noch ein bisschen weiterziehen jetzt hier wieder, aber da habe ich gerade keine Lust zu, ne? Morgen vielleicht, weil morgen ist auch noch ein schöner Tag. Habe ich gehört. Ja, ne? So, 11:40 haben wir schon auf der Uhr. Das heißt, das gibt uns ja noch Raum für Taten und Talente. Das wäre jetzt quasi schon fast so ein Easter Egg. Weil die aus derselben Stadt wie ich kommen, die werden diesen Satz kennen. Es ist immer noch nur ein einziger Roboterhangar. Was ist los hier, Jungs? Ja gut, da werden aber auch 45 Stahlträger halt gleich mal verbraucht, ne? Ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Ist auf jeden Fall zur Angelegenheit, aber ich denke mal. Ja. Genau. Ja, weil nach Projekt Roboterhangar würde ich eigentlich schon fast sagen, können wir anfangen mit Projekt extern Eisen- und Kupfermine. Ja gut, Kupfer haben wir da unten auch eigentlich einiges, aber hauptsächlich eben Eisen, was ja eben. Und Kupfer eigentlich auch, weil wir da einfach zu wenig mittlerweile von kriegen, nur noch. Wenn wir eben die Forschung und sowas alles mega am Laufen halten wollen, dann reicht es halt eben einfach nicht mehr so ganz aus mit der Kapazität. Ist die Frage, ob es wieder in Minen liegt oder woran es jetzt liegt und alles und da und bäh. Aber das will ich jetzt mal ganz kurz rausfinden. Das heißt, ich mache jetzt nochmal hier so einen kleinen Ausflug nach hinten und hier sieht man nämlich auch schon, dass hier nämlich langsam eng wird. Und ich will mich lieber zu früh als zu spät drum kümmern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier ist jetzt gerade schon wieder einiges ausgefallen. Ja gut, von unten kommt noch einiges an. Aber wirklich was zurückstaut, tut sich ja auch kaum. Gut, da so ein bisschen was, aber. Und hier hinten, da fehlt es halt dann, ne? Und das sind auch Fließbänder, wo schnellere Fließbänder nicht sein könnten. Aber nicht sind. Aber wirklich fixen uns jetzt auch nicht, weil da staut es ja sowieso kaum was zurück. Als der zurückschaut, dass er sowieso noch so ein bisschen halt. Das muss so. Das ist schon geplant quasi. Jo, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, nochmal neue Batterien und alles so weit aufzubauen, weil ich hatte ja diesen einen Plan, diesen einen Traum, diesen einen Wunsch. I have a dream, dass man das eben an der Zugstrecke lösen kann. Das heißt, man macht die Zugstrecke quasi ein bisschen breiter, setzt dann hier diese richtig nice Dinger rein, die ich noch gar nicht mal gezeigt habe, hier glaube ich, das Umspannwerk. Weil die haben nämlich einen riesen Radius, sage ich euch, der ist nämlich so groß. Dass man quasi hier ein Umspannwerk hat, dann hat man hier daneben die Mauer mit den Laserverteidigungen, dann hat man da, je nachdem wie viel Platz dazwischen noch ist. Also ich zähle jetzt hier gerade vier Kästchen, könnte man ja zwei Akkus machen oder einmal Solarpanels und ziehe das Ganze dann halt so hoch und das dann die Zugstrecke dann nochmal sowas und dann hätte man quasi schon an der Zugstrecke selber direkt auch noch ein bisschen Stromproduktion.
Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee. Aber das muss ich natürlich dann zeigen, ob das Ganze so weit praxistauglich auch ist. Da müssen wir eventuell auch mal so einen kleinen Testaufbau machen, weil wir müssen natürlich auch noch, ganz wichtig, Platz finden für einen Bahnhof, weil irgendwie muss das ganze Zeug ja natürlich auch irgendwann kommen. Ja gut, da hätten wir natürlich eine lange gerade Fläche und sowas, aber ja gut, da unten sollte die Erze arbeiten, wenigstens für Eisen. Das Problem ist nur, das muss ich dann theoretisch auch wieder alles umsiedeln. Oder so jedenfalls praktisch, wenn sie es umsiedeln würde. Man quasi hier irgendwie so einen Bahnhof hat, was natürlich schon wieder mega unpraktisch ist mit dem da oben, was sich dann natürlich dann wieder eventuell ein bisschen interferiert. Mit diesem Penisauswuchs da. Und das ist dann da eben dann Bahnhof und direkt daneben dann eben die ganze Erzverarbeitung, dass man das alles so ein bisschen an einer Stelle auch hat. Weil es natürlich da, hier da ein bisschen, da hinten ein bisschen, da ein bisschen noch irgendwie was mit Öfen. Was halt eben einfach keine coole Lösung ist, ne? Jetzt sehe ich auch schon, dass jetzt zu wenig Eisen ankommt. Interessant. Und vor allen Dingen extrem schlecht, weil jetzt läuft ja die Hälfte nicht mehr wirklich. Liegt wahrscheinlich daran, weil das natürlich jetzt hier auch enorm viel Eisen gleich mit schluckt, aber ich kann jetzt auch gleich, wenn ich schon hier bin, mal ein bisschen meine Alien-Artefakte ausladen. 2,2K, ja, nice, ne? Da kann man erstmal 22.000 Flaschen von herstellen lassen. Ja, ist schon nice, ne? Das ist leer. Leer, leer. Und hier forscht auch noch die Hälfte so. Also nicht mal die Hälfte forscht dort. Das wäre noch schön, wenn die Hälfte forschen würde. Hier forschen gerade zwei Sachen. Literally zwei Sachen. Jetzt nur die Frage, was man dagegen machen kann. Man ganz deutlich sehen kann, liegt es hauptsächlich im grünen Bereich. Das ist wahrscheinlich nicht so im grünen Bereich, der grüne Bereich. Und hier fehlt es an Eisenplatten. Platten. Und die man über Steuerung angezeigt im Mikrofon. Alles klar. Naja. Dennoch. Eisen ist immer noch das Problem. Ah. Und genau das ist die Sache, weil irgendwie so richtig was dagegen tun, ist schwierig. Und da bräuchte man den Bahnhof. Und da würde ich mal kurz gucken nach Forschung, die wir dafür noch brauchen könnten. Nein, nein. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, dann auch mal noch zu erforschen. Das ist natürlich dann auch ganz wichtig, weil das ist dann eben mehr Gegenstände auf einmal, einige dieser Upgrades fügen auch kleine Menge an für Nicht-Stapel. Also schnell gibt es ja diese neuen Stapelgreifarme jetzt hier, ne? Ich muss ihn mal testen. Ich muss mal gucken, ob der krass ist wirklich. Weil diese Züge, nochmal so zur Erklärung, das ist so ein Zug und der hat dann so Hänger hinten dran. In den Hängern lagern dann die ganzen Items drin, das sind quasi wie Kisten. Und das besagt dann diese Forschung dann einfach, wie viel auf einmal quasi so von einer Kiste dann gegrabt werden kann. Ich lasse mal noch so getreten. Jetzt hau ich einfach mal Zeug rein. Und da sieht man schon, der Grab da hat halt auch einiges immer auf einmal immer mit raus, mehrere Items. Und ja, könnte schneller gehen. Das ist gerade so ein bisschen so, aber die Forschung ist noch lange nicht durch, deswegen denke ich, kann man das mal noch verkraften. Ich hoffe, dass man es verkraften kann. Sag es mal lieber so rum. Joa, ne? Also die Grünen sind hauptsächlich das Problem natürlich. Ah, ja. Was soll ich machen? Ich reiße mal das jetzt hier ab. Wird schon seit Folgen ein Dorn im Auge. Jetzt ist es endlich weg. Ich bin stolz auf mich, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Okay. Da gleich wieder 20 neue Akkus da drin. Ist eine super Sache. Kann ich mich nicht beklagen. Gut, ich denke mal, in der nächsten Folge fangen wir an, so ein bisschen Testparcours aufzubauen oder sowas in die Richtung. Ich meine, ich weiß ja noch, wie es funktioniert so, aber ich will noch ein bisschen ausprobieren. Genau.
Und deswegen würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, macht's gut, stay tuned. Euer Lukas.